Da sollen eben die Bereiche im Gesundheitswesen fit für die Herausforderungen gemacht werden durch eine bessere Vernetzung der Akteure, dass es auch ausschließlich digitale Meldewege gibt, dass aber auch die Institutionalisierung eines Fernfehlersmeldesystems da sind, dass das alles funktionieren kann. Und es zeigt sich ja auch gerade in Bayern auch nochmal, dass die Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst leider nach wie vor ein Fremdwort ist. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es peinlich, dass nach einem Jahr Corona montags immer in den Nachrichten verkündet wird, dass das die aktuellen Zahlen vom Wochenende sind, die aber leider nicht aktuell sind oder nicht vollständig sind, weil die Gesundheitsämter auch in der Pandemie am Wochenende nicht alle vollständig melden können. Digitalpakt Bildung, der zweite große Block, der ist ja in aller Munde. Und es zeigt aber, wie wichtig er ist, weil es funktioniert, glaube ich, fast nirgends der Wechsel in den Distanzunterricht. Vieles funktioniert nicht, weil es an Geld fehlt, weil es an technischer Ausstattung fehlt, weil es an nötiger Infrastruktur fehlt. Die nötigen Fördermittel des Digitalpakts, den es jetzt ja auch schon lange gibt, werden immer noch viel zu langsam abgerufen. Bei den Schulen kommt es nicht an und ausbaden müssen es die Schüler, die Eltern, aber auch die Lehrer. Und damit dieses Geld auch endlich dort ankommt, wo es hingehört, müssten die bürokratischen Hürden bei der Beantragung dringend abgebaut werden. Das sind Länderförderprogramme, also die sind wieder von den Ländern gemacht worden. Aber trotz alledem müsste dann die Bundesbildungsministerin, Frau Karliczek, falls man sich an sie nicht so richtig erinnert, sich mal so Gedanken machen, wie sie hier vielleicht mal ein Digitalturbo auch zünden könnte, damit das Geld da auch ankommt. Ja, dass Digitalisierung, vor allem schnelles Internet, Grundgerüst sind für eine moderne Bildung und Geschäftsmodelle, hat, glaube ich, die Pandemie gezeigt, war uns aber auch vorher klar. Warum es auch für die Wirtschaft gerade im ländlichen Raum so wichtig ist, ist, glaube ich, dass, wenn man mal kein schnelles Internet hat, wenn man aber Geschäftsmodelle braucht oder Geschäftsmodelle hat, die schnelles Internet brauchen, und das braucht zwischenzeitlich jeder. Also ich nehme jetzt einfach mal meinen Bereich. Ich bin ja in den Steuern im richtigen Leben auch zu Hause. Früher hast du deine Steuererklärung per Post zum Finanzamt geschickt. Wir müssen die seit über 10 Jahren digital an die Finanzämter schicken. Die Daten werden teilweise zurückgespielt. Und wenn du da kein Internet hast, wenn du deine Sachen nicht senden kannst, dann hast du einfach verloren. Und wenn aber ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen dran denkt, Standort zu verlagern, weil es vor Ort nicht die richtigen Standortbedingungen hat, dann denkt es halt leider auch ganz, ganz schnell daran, ins Ausland zu gehen. Weil wenn du schon umziehst, der Schritt ist dann nicht mehr so groß. Und wenn der eine geht, dann gehen viele andere mit, weil dann Infrastruktur wegbricht, weil Fachkräfte wegbringen. Und ich glaube, das zeigt, dass hier Politik, dass Regierungen ganz schnell handeln müssen. Und ich glaube, es ist aber allen in der Pandemie deutlich geworden, dass schnelles Handeln und schnelles planvolles Handeln vor allem nicht irgendetwas ist, was diese Regierung kann. Über Dienstleistungen, die man im ländlichen Raum braucht, gerade da, wo halt die Wege zu den Ämtern weiter sind als in der Stadt, wäre, glaube ich, auch ganz, ganz klar. Aber es ist auch klar, dass wir Digitalisierung und die Digitalisierungsstrategie nicht auf den ländlichen Raum beschränken können, sondern dass ganz Deutschland diesen Digitalisierungsturbo braucht. Und ich finde es so schön, weil das ist eigentlich nicht richtig schön, aber auch nur mal so aus der Bundespolitik oder aus der Bundestagsverwaltung so eine schöne Geschichte. Also wie der erste Lockdown kam und man beschlossen hat, dass man auch die Bundestagsmitarbeiter, also die Verwaltungsmitarbeiter, ins Homeoffice schickt, hat man dann festgestellt, dass der komplette Finanzausschuss von der Verwaltungsseite genau einen Laptop besitzt. Das heißt, man konnte die am Anfang gar nicht in den Lockdown schicken. Wir haben dann wenigstens im April gleich einen zweiten Laptop gekriegt, dass die sich das dann teilen konnten. Es war dann wirklich so, dass ein Teil zu Hause war, ein Teil musste dann aber auch ins Büro gehen. Und was passiert mit den Mitarbeitern der Bundestagsabgeordneten? Wir kriegen eine IT-Ausstattung, mit der wir auch einen besseren, sicheren Zugriff haben. Also wir brauchen auch diese Geräte. Da gab es 3 Laptops. Da ist dann vor der Sommerpause abgefragt worden, weil wir sollten ja auch unsere Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, wie das denn aussieht, wer denn die Desktops, also die Festrechner, in Laptops umtauschen wollte. Die Abfrage kam vor der Sommerpause. Ich habe gesagt, natürlich mache ich das für alle Mitarbeiter. Der erste Laptop kam Mitte Februar und war Ende Februar eingerichtet. Also ich wollte nur mal so Geschwindigkeit, Digitalisierung, Ausstattung auch im Bund. Ein Drama. Und weil es mich so interessiert, habe ich neulich mal eine kleine Anfrage gestellt.
wie es denn so mit der Digitalisierung der Verwaltung aussieht in den einzelnen Bereichen. Und diese Antwort war, ja, die war einfach erschreckend. Und gerade wenn du Pandemie- und Gesundheitsämter noch nimmst, war also einer meiner Lieblingspunkte, glaube ich, der, dass es keine Schnittstelle gibt zwischen dem Kontaktnachverfolgungssystem SORMAS und der Meldesoftware für die Infektionszahlen. Das hat man als Mangel festgestellt. Und um diesen Mangel zu beheben, hat dann die Bundesregierung im Juli ein Forschungsprojekt für eine Schnittstelle ausgeschrieben. Also wer mal so in der IT zu tun hatte, der weiß, dass wenn du eigentlich eine Schnittstelle brauchst, dass die, sage ich jetzt mal, wenn es eine komplizierte Schnittstelle ist, würde ich sagen, ist in 3 Wochen fertig programmiert. Eine normale Schnittstelle kriegst du normalerweise in 24 Stunden programmiert. Nicht so eine Bundesregierung. Wir brauchen erstmal ein Forschungsprojekt. Ich weiß jetzt nicht, was in diesem Forschungsprojekt so genau erforscht werden soll, aber wir brauchen ein Forschungsprojekt, wie man diese Schnittstellen definieren kann. Abgesehen davon, dass SORMAS ja Anfang Februar lediglich in 151 Gesundheitsämtern überhaupt zur Verfügung stand. Man sollte jetzt vielleicht noch mal ganz kurz so auf der Spitze erzählen, was SORMAS ist. SORMAS ist eine Software zur Nachverfolgung von Kontakten, die in Deutschland entwickelt wurde und die in Afrika erfolgreich eingesetzt wird. Also zur Ebola-Bekämpfung in Afrika kann man SORMAS einsetzen, zur Corona-Kontaktverfolgung in Deutschland scheitert es an der Digitalisierung der Gesundheitsämter. Ja, und dann sind wir so bei diesen ganzen Software-Themen. Dann ja nochmal die Frage, ich habe dann auch in dieser kleinen Anfrage gefragt, wie das denn mit der Auszahlung der Novemberhilfen ist und habe ohne Schmarrn als Antwort gekriegt, und das kann man ja nur als Scherz wirklich empfinden, alles perfekt, funktioniert toll. Es ist weder perfekt noch funktioniert es ganz toll. Also die Software ist in 3 Schritten programmiert worden. Zuerst die Antragstellung, dann die Antragsprüfung und zum Schluss die Verbescheidung. Deswegen dauert das ja auch alles so lange. Wenn in der Antragstellung ein Fehler war, konnte man das in der Antragsprüfung aber am Anfang ja noch nicht feststellen, weil es ja noch keine Antragsprüfungsmodule gab. Deswegen hat sich das alles so nach hinten gezogen. Und weil sich alles so nach hinten gezogen hat, haben wir im Januar in einem sogenannten Huckepack-Verfahren, also bei einem Gesetz, das wir schon im Laufen hatten, nochmal eine Änderung drangehangen, dass wir die Fristverlängerung für die Aussetzung der Insolvenzantragsfrist nochmal rauslegen, damit alle die, die November- und Dezemberhilfen beantragt haben und die noch nicht bekommen haben, nicht am 31.01. Insolvenzantrag anmelden müssen, sondern dass die nochmal nach hinten geschoben worden ist, weil es die Verwaltung nicht auf die Reihe gekriegt hat, dies irgendwie in Gang zu setzen. Und man hört es nicht so oft, wie man das wahrscheinlich in Bayern verinnerlicht hat, aber es gibt ja auch in Berlin ein Heimatministerium. Unser ehemaliger Ministerpräsident Seehofer ist ja nur deswegen oder ist er ja nur nach Berlin gewechselt, weil er das Innenministerium auch mit dem Titel Heimat schmücken durfte. Wir haben kein Digitalministerium, wir haben so eine Digitalministerin, die sitzt, eine Staatsministerin, die sitzt im Kanzleramt, hat aber nur eine kleine Abteilung und auch wenig zu sagen. Das heißt, wir haben immer noch das Thema, dass für die Digitalisierung die Zuständigkeit auf ganz viele Ministerien verteilt ist. Und wir fordern seit Jahren als FDP ein Digitalisierungsministerium, das aus gutem Grund und nicht, wenn du das ab und an mal in die Presse gibst, dass wir das brauchen, weil wir mehr Staatssekretäre oder Minister brauchen, sondern weil wir einfach einen brauchen, der die Fäden in der Hand hat und das Thema Digitalisierung energisch vorantreibt. Und nur so am Rande, weil von der hört man, glaube ich, noch weniger als von Doro Beer. Wir haben auch in Bayern eine Digitalisierungsministerin. Ich würde jetzt fast die Frage später stellen, wer eigentlich weiß, wie sie heißt, weil ich glaube, von der hört man am allerwenigsten. Und gerade in Corona-Zeiten, wo Bildungssystem in Deutschland, in Bayern gar nicht funktioniert, wäre das vielleicht auch ein großes Thema gewesen. Ja, wir sind die Digitalisierungspartei. Also wenn man Kompetenzenumfragen macht, dann hat die FDP bei der Digitalisierung immer noch sehr, sehr hohe Kompetenzwerte. Und vielleicht an die, die schon etwas älter sind oder schon länger in der Partei sind, können sich noch an den Bundestagswahlkampf 2017 erinnern mit dem coolen Spruch, ich fand ihn cool, Digital First, Bedenken Second. Und manchmal würde man sich wünschen, die Bundesregierung würde danach auch manchmal handeln, dass wir viele Sachen auch endlich mal nach vorne bringen. Ganz, ganz dringend ist natürlich der Glasfaserausbau, weil ohne eine
Grundlage in der Infrastruktur wird viel anderes auch nicht funktionieren. Aber ja, das ist jetzt ganz viel zum Thema Digitalisierung gewesen. Aber wenn ich jetzt nochmal den Schlenker mache zu Corona, zeigt das ja ganz deutlich, die Bundesregierung kann nicht nur Digitalisierung, die Bundesregierung kann eigentlich derzeit relativ wenig. Und ich bin normalerweise, wer mich kennt, jetzt keiner, der so pauschal in Kritiken ist und sagt, das ist alles schlecht. Aber langsam geht auch mir der letzte Funke Hoffnung bei der Bundesregierung flöten, dass das noch irgendwie in irgendeiner Weise besser wird. Zuerst gab es keine Masken, wir brauchten am Anfang auch keine, dann gab es keine Schutzausrüstung, dann hat es geheißen, wir nehmen die Alltagsmasken, dann hat es geheißen, wir können die vulnerablen Gruppen nicht schützen, es hat dann geheißen, wir impfen jeden, jetzt haben wir gerade den Impfstoff zurückgezogen, Corona-Hilfen können wir nicht auszahlen. Mir fällt der ganze Dings, was alles schief geht, bleibt, glaube ich, ja, hat jeder noch sein eigenes Thema ein Stück weit zuzubringen. Und das halt in der Zeit, wo Wirtschaft, glaube ich, auch einfach Perspektiven braucht, wo wir alle Perspektiven brauchen, wo aber auch Wirtschaft Perspektive braucht, wie so eine Öffnungsperspektive aussehen kann. Und das heißt ja nicht, wir machen jetzt und gleich alles wieder auf, sondern das heißt einfach, du musst dir auch mal überlegen, wo sind Ansteckungen und was kannst du wieder öffnen. Wir haben als FDP-Bundestagsfraktion einen Stufenplan vorgelegt, der eben nicht nur die Inzidenzen nimmt, sondern der diese Inzidenzen auch nochmal gewichteten Faktor nimmt, der sich aber aus verschiedenen Werten zusammensetzt, nämlich aus den regionalen Werten für die Erkrankung der über 50-Jährigen. Das ist ein Punkt, weil die natürlich dann auch stärker krank werden. Die Belastung der Krankenhäuser, die Verteilung des Infektionsgeschehens, aber auch die tatsächlichen Kapazitäten der Gesundheitsämter, damit das alles eingerechnet wird. Und danach kannst du dann überscheiden, wenn die Inzidenzen so sind, wie du wieder öffnen kannst, wie du aber auch wieder zurückfahren kannst. Also ein klares Wenn-Dann-Prinzip. Wir haben jetzt ja sowas Ähnliches gekriegt von der Bundesregierung, aber gleichzeitig bei einer ankündigten steigenden Infektionswelle, wo du auch gewusst hast, dass das so ja wahrscheinlich nicht funktionieren kann. Und so über diesen Stufenplan vorgestellt haben, haben wir als FDP-Bundestagsfraktion eigentlich viele Punkte vorgestellt, die ich jetzt oder in der viel, ja, Punkte, das ist gut, viele Anträge auch gestellt in der Corona-Krise, die Zeit haben, wir können nicht nur kritisieren, sondern wir haben auch, ja, Ideen, wir haben auch Punkte. Vieles davon ist ja dann irgendwann mal später umgesetzt worden, manches nur sehr zögerlich oder noch gar nicht. Und eins unserer ersten Gedanken, und jetzt kriege ich wieder den Haken zu meinem Steuergebiet, hätte ich jetzt fast gesagt, war ganz am Anfang in der Corona-Krise die negative Gewinnsteuer. Wir haben nämlich vorgeschlagen, weil es war der Lockdown hat genau den 15. März stattgefunden und jeder, der so mit Steuern zu tun hat, weiß, dass das immer der Tag der Vorauszahlung ist. 10.3. müssen alle Einkommensteuervorauszahlungen und Körperschaftssteuervorauszahlungen an die Finanzämter geleistet werden. Und wir haben gesagt, stopp, wir wissen jetzt nicht, was kommt, wir machen alles zu, stoppt mal diese Vorauszahlung und zahlt mal zurück. Also das Finanzamt überweist an seine Kunden und nicht die Kunden ans Finanzamt. Und das kannst du dann später mit dem Verlustrücktrag nämlich gut verrechnen. Du hast die Zahlungsströme, die kennen ihre Klienten, die kennen die Unternehmen, die haben die Zahlen, die kriegen die Umsatzsteuervormeldung. Das hättest du relativ unbürokratisch und sehr schnell machen können. Und vor allem das Ganze dann auch mit dem Verlustrücktrag später verrechnen können. Aber nein, wir haben inzwischen 9 verschiedene Hilfsprogramme, die alle ein bisschen anders sind, wo sich jeder Begriff, ob Kosten, ob Fixkosten, ein Stück weit anders definiert. Und ich glaube, das ist A, für alle, die es machen müssen, sehr kompliziert. Es zeigt aber auch, dass es sehr betrugsanfällig ist. Und ich habe das sicherlich mitgekriegt, dass auch die Corona-Abschlagszahlungen letzte Woche mal kurzfristig gestoppt worden sind, weil man eben Betrügereien entdeckt hat. Ja, die Bundesregierung handelt. Sie handelt nicht immer gut. Sie handelt viel zu oft, gerade was Wirtschaftshilfen etc. angeht, viel zu zögerlich. Und ein Punkt, der mir wirklich auf der Seele brennt, ist die Geschichte mit diesem Verlustrücktrag. Zuerst haben sie gesagt, sie machen gar nichts. Dann haben sie ihn verdoppelt. Inzwischen haben sie ihn vom ursprünglichen verzehnfacht. Das klingt jetzt schon toll, aber immer noch für ein Jahr. Also du kannst die Verluste von 2020 auf 2019 zurücktragen und die von 2021 kannst du dann mit eventuellen Gewinnen 2020 verrechnen.
Aber wer hat denn in Corona noch große Gewinne gemacht, auf die er jetzt Verluste in 2021 zurücktragen kann? Das sind die wenigsten. Wir haben gesagt, der Verlustrücktrag muss mindestens 3 Jahre zurück, damit die Unternehmen da auch die Liquidität kriegen. Und das ist ein sehr nochmal unbürokratisches Mittel. Und das ist vor allem ein sehr haushaltsschonendes Mittel, weil diese Verlustrückträge stehen den Unternehmen eh zu als Verlustvortrag. Also die würden irgendwann eh ausgezahlt werden. Das würde relativ gut funktionieren. Aber die SPD weigert sich. Die Union würde gern, die SPD weigert sich. Aber die SPD ist für mich in steuerlicher Hinsicht eh ein Geisterfahrer. Ich kann es gar nicht mehr anders sagen. Samt Vizekanzler und Kanzlerkandidat Scholz. Er war noch nie gerne Finanzminister. Er war schon immer gerne Vizekanzler. Und jetzt ist er auch noch Kanzlerkandidat. Und in einer Krise wie der jetzt drüber zu diskutieren, ob man Vermögenssteuern wieder einführt, ob man Unternehmenssteuern erhöht, ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. Wir müssen schauen, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang kriegen, dass die Leute jetzt wieder investieren können. Und es ist ja immer nicht so, dass die Wirtschaft so homogen ist, die Wirtschaft. Aber wenn du dir die vielen Kleinen anschaust, auch gerade Gastronome etc., die einfach eine Struktur haben, dass sie auch wenn sie 90%, 80% oder 60% ihrer Fixkosten erstattet kriegen, halt nur Kosten erstattet kriegen, Kosten, die anfallen, aber kein Lebensunterhalt in dem Sinne. Es gibt jetzt eine Art von Unternehmerlohn, auch das kam viel zu spät, auch der ist viel zu kompliziert. Aber es ist ganz klar, die haben zum Leben teilweise Ersparnisse angegriffen, Altersvorsorgen angegriffen und denen muss man jetzt natürlich auch erstmal wieder helfen, dass die auf die Na, wieder aufs Gleis kommen, wenn wir jemals wieder eine Öffnungsstrategie kriegen. Das war jetzt so ein Rundumschlag mit dem großen Thema Digitalisierung und Wirtschaftshilfen. Und alle, die mich kennen, wissen ja, dass ich immer lieber gerne Dialoge halte als Monologe. Deswegen freue ich mich jetzt auf den Austausch, freue mich auf ganz viele Fragen und sage aber immer als Drohung, wenn keine Fragen kommen, man darf nie einen Politiker zum zweiten Mal die Chance geben, dass er reden kann ohne Begrenzung, weil das tut er dann auch. Ja, herzlichen Dank. Liebe Katja, ich habe noch so ein paar Ausführungen, vor allem was in Richtung Digitalisierung und Verwaltung geht. Es gibt ja diverse Überlegungen, woran es denn in der öffentlichen Verwaltung mangelt. Und im Endeffekt sind es 7 Punkte, die da zusammenkommen. Also eine der großen Hürden ist der Föderalismus, der sich gerade bei den Gesundheitsämtern zeigt, weil das einerseits gut ist, andererseits haben wir aber keine schnelle Durchgreifmöglichkeit, um von oben mal nach unten zu verordnen, sondern man muss halt jeden sein eigenes Reich lassen. Dann eine große Problematik ist die Kostenfrage, die eigentlich beim Bund so nicht vorhanden sein sollte. Wir aber jetzt während der Corona-Zeit gemerkt haben, dass viele, viele Kostenfragen unklar sind, vor allem bei den Corona-Hilfen in den Bereichen. Dann ein schwieriges Problem, eine oder eine Hürde, ist der Fachkräftemangel, vor allem für die öffentliche Verwaltung, weil die öffentliche Verwaltung nicht in der Lage ist, die Gehälter zu zahlen, die notwendig wären. Und es an mancher Stelle, also ich weiß es selber aus meiner eigenen Tätigkeit. Ich habe einen Administrator gesucht und habe 4-mal ausschreiben müssen, bis dann endlich jemand sich gefunden hat, wo man sagen könnte, ja, das passt adäquat. Das war sozusagen so mein Einstieg. Also vor mir wurde schon ausgeschrieben und mir ist es dann immerhin geglückt, aber es waren 4 Schritte notwendig. Dann eine ganz, ganz große Hürde und ich glaube, das haben wir jetzt auch während der Corona-Zeit gesehen, sind die Datenschutzverordnungen. Also wie geht man ran? Wie geht man in dem Moment um mit dem Datenschutz? Die Gesetze, die mitunter nicht auf Digitalisierung ausgelegt sind, ist eine weitere Hürde und 2 Hürden fehlen noch, um auf 7 zu kommen. Einmal die Überlegung, die mitunter fehlt, die Nutzerorientierung, also von der anderen Seite zu denken, nicht oben von der Verwaltung, sondern was braucht der Nutzer tatsächlich und wie geht man das am besten an? Und es ist auch schwierig, in einer so durchstrukturierten Verwaltung innovative Ansätze zu gehen, weil sehr viele Hierarchieebenen beschritten werden müssen, um da gut voranzukommen. Das sind sozusagen so die Hürden, die da so zusammentreffen, die sicherlich unterschiedlich stark sind und auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber
wenn man sich das anschaut, womit wir jetzt seit einem Jahr zu kämpfen haben, glaube ich gar nicht, es ist unbedingt das Geld, sondern es ist die Struktur, die uns die Schwierigkeiten macht. Und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, dass die Situation komplett falsch eingeschätzt worden ist, weil wir bei der ersten Welle relativ gut bei weggekommen sind und umso härter dann mit der zweiten Welle zu kämpfen hatten. Das ist so meine Anmerkung, die ich sozusagen in diese Richtung habe und auch in die Richtung Digitalisierung habe. Vielen Dank, Anke. Ich meine, den Standardsatz habe ich jetzt noch gar nicht losgekriegt, aber seit ich die Seiten gewechselt habe, sozusagen von der vom Landesparlament in den Bundestag gewechselt bin, seitdem muss ich ja Föderalismus auch nicht mehr so toll finden. Und das Thema mit dem Föderalismus ist schon, dass wir in allen Bereichen fürchterlich hängen in der Abstimmung, weil du immer alles 16 Mal machst, weil niemand sich irgendwie auf den anderen einlassen will. Also wir haben das ganz dramatisch, gerade mein Bereich Steuerverwaltung, 16 unterschiedliche Steuerverwaltungen, das ist Chaos pur und du kriegst in der Digitalisierung relativ wenig voran. Der Bund ist da jetzt so ein bisschen drüber, aber es ist extrem schwierig. Der Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung, gerade was IT angeht, IT-Kräfte sind überall gesucht, deswegen sind gute auch gut bezahlt und da kommt der öffentliche Bereich einfach nicht nach. Da hast du völlig recht. Da müsste man sich auch mal überlegen, ob man für solche Bereiche einfach außerhalb des Tarifes zahlen kann, ob man da auch andere Sachen macht als öffentliche Verwaltung. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die Gesetze nicht unbedingt auf Digitalisierung, das ist, ja, da kann man aber viel tun. Ich glaube, ein Problem, das ich in der Stelle weiter sehe, sind das nicht mehr so die Gesetze, sondern es ist auch oftmals, wie man Digitalisierung ja auch versucht, dann zu definieren. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass jede Verwaltung schon glücklich ist, wenn sie die Papiere, die sie nimmt, also die Eingangspost, stempelt, einscannt, ein PDF draus macht und das PDF ablegt, weil dann sind wir digitalisiert. Das ist aber noch kein digitaler Prozess, aber wir sind digitalisiert. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz schwierig, dass man da auch dieses Umstellen hinkriegt, weil das ist, das ist das Schlimme, es ändert sich nichts. Du gesagt hast, diese ganzen Strukturen mit den innovativen Ansätzen, also ich kann mich im Sinn, im Wirtschaftsministerium in Bayern haben wir schon mal angefangen, digitale Aktenführung zu machen. Es war ein Pilotprojekt, das gab es schon 2008, wie wir in das Haus gekommen sind. Das ist dann eingestampft worden, weil ab einer gewissen Höhe in der Hierarchie sich keiner mit dem PC auseinandersetzen wollte, sondern der wollte seinen Aktendeckel nehmen, den er mit nach Hause nehmen kann notfalls. Es war so, das Projekt ist nicht, also es gab keine Akzeptanz, weil sie auch von oben nicht durchgedrückt worden ist. Und das macht es schwierig auch für innovative Ansätze, weil ich glaube, es gibt nirgends den Spruch, so wie in Verwaltung, das haben wir doch schon immer gemacht, so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Also das ist, glaube ich, ein echt großes Problem, das wir haben. Und dass Digitalisierung auch ganz oft nicht vom Nutzer ausgedacht wird, haben wir auch. Ich glaube mal, seit wir alle mit Apple und einigermaßen intuitiver Handhabung von Geräten zugehen, weiß jeder, wie das ist, wenn du vor einem Antrag sitzt, den eine Verwaltung gemacht hat, wo innovativ oder intuitiv eigentlich gar nichts mehr ist, weil du nicht weißt, was sie von dir wollen, wo du draufdrücken sollst, etc. Also ich glaube, da hast du bei vielen Punkten schon recht. Und den letzten Punkt, den ich jetzt gar nicht mit angegangen bin, das war der Datenschutz. Und ich glaube, das zeigt ja auch in dieser Pandemie, wir halten bei unserer Corona-App den Datenschutz hoch, dafür schränkt man lieber die Freiheitsrechte ein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da unbedingt die richtigen Grundrechte miteinander abgewogen sind. Also bin ich völlig bei dir. Und was ich auch erschreckend finde, ist bezüglich der zögerlichen Auszahlungen für Unternehmer, dass wirklich immer mehr Solo-Selbstständige an ihre Altersvorsorge rangehen müssen, die angreifen müssen, weil das ist ja etwas, was so die heilige Kuh ist, die gemolken wird. Ne? Also wenn ich an meine Altersvorsorge rangehe, dann ist das eigentlich kurz vor der Bankrotterklärung und man bekommt die ja auch nicht wieder reingeholt. Also selbst wenn jetzt die Wirtschaftshilfen ausgezahlt werden, dann kann ich die nicht unbedingt verwenden, um wieder meine Altersvorsorge startklar zu machen. Das heißt, wir bekommen jetzt eine Bugwelle, die wir vor uns herschieben, die wir so einfach nicht auffangen können. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist es positiv, dass wir noch keine Altersvorsorge für Selbstständige haben, weil das treibt ja die oder schiebt die Bundesregierung ja auch schon sehr lange vor sich her, da eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung soll das gehen.
Aber ich glaube, wenn wir nach Corona genau auf diese Schwierigkeit nochmal schauen, dann stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Also Altersarmut werden wir nochmal ganz anders definieren müssen nach Corona. Da bin ich völlig bei dir und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die, die da noch ein Geschäft haben, die jetzt auch ihr Eigenkapital zwar aufgebraucht haben, aber ihr Geschäft damit gerettet haben, dass die auch hinterher einfach mehr Geld wieder haben, um auch wieder Vermögen aufbauen zu können, um wieder investieren, um diese Lücken auch wieder auffüllen zu können. Dann sind wir wieder bei dem Thema Vermögensabgabe, wie werden diese Kosten finanziert und ja, das SPD-Steuerprogramm. Also ich glaube, da müssen wir anders nochmal gucken, dass wir da auch so einen Plan kriegen, wie du aus dieser Krise, wenn du durchstartest, neben dem, wie du öffnest, aber auch wie du wirtschaftlich die einzelnen Punkte wieder hinkriegst. Also alleine in meinem Bereich sage ich immer, wir haben Steuerstundungen in Milliardenhöhe. Du kannst dir nicht sagen, die laufen jetzt erstmal zum 31.03. aus. Was dann passiert, die kann keiner auf einmal wieder zahlen. Also da muss ja auch irgendwie ein Plan her, was passiert, diese ganzen kleinen Punkte, was passiert mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, was passiert mit denen, die jetzt wirklich insolvent sind wegen Corona, weil ihnen der Staat den Betrieb zugeschlossen hat. Da sind ja auch welche dabei. Also da musst du auch, finde ich, nochmal ganz anders damit umgehen, mit den ganzen Folgen auf Corona. Jetzt würde ich auch mal die Möglichkeit zum Fragenstellen freigeben, weil sonst sind wir ja hier in einem Dialog. Hier ist Johannes Hecht. Ich würde gerne einen Kommentar geben. Blöderweise geht meine Kamera wieder nicht mehr. Ich habe einen blöden Treiber am Rechner. Das funktioniert nicht gescheit. Also ich möchte zuerst mal ein Lob an die Bundestagsfraktion geben bezüglich der Corona-Politik. Ich glaube, ihr habt da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet. Und mindestens in meinem Bekanntenkreis, wo wir sagen, haben wir eine Ladung neue Wähler gewonnen. Deswegen, ich glaube, was geschätzt wird, ist einerseits einmal die abgewogene Sprache. Und ich glaube, was bei uns auch wichtig ist, dass wir, sagen wir mal, nicht daran glauben, dass ein starker zentraler Staat die Allheilmöglichkeit ist. Auch, sagen wir mal, die ganz pragmatischen Vorgänge, wie jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Steuern über Finanzamt, was gerade eben angesprochen wurde, oder von mir aus die Nutzung der Krankenkassen für das Impfen oder der Ärzte und nicht immer die Zentrale. Ich glaube, das ist was Besonderes, was wir hier vertreten. Und ich glaube auch, dass wir, sagen wir mal, die einzige Partei sind, die eigentlich bei der Hysterie, die wir haben, noch die Bürgerrechte im Blick haben. Also die sagen, wir wollen nicht die Freiheit und die Demokratie und das Selbstbestimmungsrecht abbauen. Wir wollen weiterhin Selbstbestimmungsrecht beibehalten und Schutz der Bürger. Ich glaube, das ist was Besonderes, was wir auch haben. Wo ich ein bisschen warnen möchte, irgendwo, sagen wir mal, die Tendenz, dass man sagt, der Föderalismus ist schlecht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die in Berlin besser sind als die in den Ländern. Und als einmal, wenn wir alles sehr zentral haben, dann kann man auch alles sehr zentral, alles ziemlich schlecht machen. Also manchmal, denke ich, war das ganz gut, dass wir sogar den Wettbewerb der Länder hatten. Die haben manches korrigiert. Mach jetzt mal, Anke, da bin ich völlig bei Ihnen. Das Thema ist halt nur, wenn du wirklich über Digitalisierung sprichst und über Schnittstellen, da ist der Föderalismus jetzt wirklich ein Hemmschuh, weil es einfach keine einheitlichen Strategien gibt mit den 16 Bundesländern. Aber ansonsten wollen wir ja den Wettbewerb. Wir sind ja auch eine Partei des Wettbewerbs. Und ich finde auch den Wettbewerb unter den Bundesländern durchaus gut. Und da haben wir ja als Bayern auch meistens, sind ja auch die so ein bisschen die anderen pieksen und stechen und vor uns hintreiben. Und deswegen möchte ich jetzt den Föderalismus an sich gar nicht in Frage stellen, aber es gibt viele Punkte, wo zu viel wir gucken in unserem eigenen Turm halt schwierig ist. Und gerade das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, eins. Aber danke für das Lob der Bundestagsfraktion, nehme ich gerne mit nach Berlin. Zur Digitalisierung habe ich auch noch eine Anmerkung. Ich meine, die Schnittstellen ist sicher eine Schwierigkeit, aber ich stelle ja fest, dass die Schnittstellen in den Ämtern nicht mal in den Ländern funktionieren. Und manchmal brauchen die gar keine Schnittstellen, wenn die keinen gescheiten Rechner haben und immer noch mit Faxmaschine arbeiten. Und ich habe jetzt gerade kürzlich also mit einer Bundesbehörde zu tun gehabt, da muss ich denen ja was zuschicken und die Faxmaschine ging nicht. Und Gott sei Dank habe ich dann eine Telefonnummer gehabt da von einer Mitarbeiterin, die ich anrufen konnte und die hat mir dann noch eine E-Mail-Adresse gegeben und hat gesagt, das ist ja komisch, dass ich da nicht durchkomme. Andere Firmen schaffen es auch, aber seit Corona sei ihre Faxmaschine dermaßen überlastet. Die haben scheinbar nicht mal mehrere Faxmaschinen.
Und das haben wir gemerkt, mir 2 Tage lang habe ich eine Sekretärin rangesetzt, ihr 2 Tage lang versucht, das Fax durchzuschicken. Das ging nicht. Also ich meine, da brauchen wir nicht Digitalisierung reden, wenn die noch nicht mal ihre Faxmaschinen im Griff haben. Also ich glaube, die Sache mit der Digitalisierung ist auch die, unsere föderalistische Struktur, so wie sie jetzt aufgebaut ist, die war ja schon vor der Digitalisierung da. Und ich denke, es ist jetzt durchaus an der Zeit, einfach mal einen neutralen Blick zu haben, welche föderalistischen Strukturen sind positiv und welche föderalistischen Strukturen sind ein Hemmschuh. Also rein beruflich hänge ich ja jetzt in der kleinsten föderalistischen Organisationsform im Landratsamt und ich bin für die Digitalisierung bei uns im Sozialdezernat zuständig. Und seitdem ich mich damit beschäftige, komme ich immer auch wieder an den Punkt, wo ich denke, warum muss ich jetzt eigentlich das Rad wieder neu definieren? Also ich bin ganz viel damit beschäftigt im Austausch mit, wie machen das andere Landratsämter, wie macht das beispielsweise, wie machen das die Städte? Und da komme ich schon immer mal so an den Punkt, wo ich denke, warum haben wir da eigentlich keine einheitlichen Regeln? Und ich muss in jeder Verwaltung im Endeffekt die Fachkräfte und das Know-how auch mit vorhalten, um über die gleichen Hürden zu ähnlichen Entscheidungsprozessen zu kommen. Und wenn ich das jetzt mal auf die Gesundheitsämter weiterspinne, die ja auch beim Landratsamt angesiedelt sind, im Endeffekt steht jedes Gesundheitsamt seit der Pandemie vor genau diesem Problem, weil es von der Definition keine klare Regelung gibt. Also wir haben im Endeffekt vorab keinen Notfallplan gehabt für den Fall, dass wir mal mit so einer Pandemie zu kämpfen haben. Und es gab sozusagen keine klare Überlegung, wie können wir denn relativ schnell handeln? Und man muss ja Gott froh sein, dass wir nur Corona haben. Ja, also dass sozusagen keine höhere Sterblichkeit ist, dass wir jetzt kein Virus haben, wo uns nach und nach viel höhere Todesraten überfallen, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber wo wir mit viel schwierigeren Herausforderungen zu kämpfen haben. Also gewissermaßen muss man schon sagen, ist das jetzt eigentlich die Probe, die wir haben? Und wir erleben ja jetzt eklatantes Staatsversagen. Das heißt, wir müssen schon ganz genau überlegen, in welcher Situation sind eigentlich welche Schritte notwendig? Und die Digitalisierung ist da eigentlich unerlässlich, um bestimmte Faktoren automatisch laufen zu lassen und da, wo tatsächlich Leute sitzen müssen und Entscheidungen treffen müssen, die dann auch die Zeit haben, genau diese Entscheidungen zu treffen. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es ist wirklich so, dass man die Lage, die wir jetzt haben, digital komplett anders mal betrachten müsste und wirklich von oben nach unten das durchdefinieren muss. Und da ist ja die Forderung der Freien Demokraten nach einem Digitalisierungsministerium und nicht bloß einer Staatssekretärin beim Bund, die sich damit beschäftigt und sagt, Glasfaserausbau alleine ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich eklatant verfolgen sollten. Und pro und contra, wenn man das so abwägt, bin ich der Meinung, es ist wirklich wichtig, diesen Schritt zu gehen. Ganz schön. Ich meine, was ich meine, nochmal Johannes Sicht, meine Digitalisierung fängt ja damit an, dass der Beamte zum Beispiel einen Laptop haben soll und ihn mit nach Hause nehmen kann, sodass er Homeoffice machen kann. Es fängt damit an, dass er mal die Software vom Amt so strukturiert ist, dass er sich von daheim einwählen kann. Denn mir fehlen ja manchmal die Basics. Und wenn der jetzt einmal in eine Firma gehst, ich bin aus der Industrie eher in einer großen Firma, wir haben auch das Problem, da hat man mehrere Standorte und sagen wir mal, Schnittstellen ist immer ein Thema und das ist immer eine Herausforderung und ich glaube, das wird auch so bleiben. Und selbst wenn du es einmal irgendwo alles im Griff hast, dann will man einen Prozess ändern oder ein Vorgehen oder ein Formblatt oder irgendwas und schon wieder klemmt es wieder. Ich denke, das ist normal. Aber wo wir schon einen eklatanten Mangel haben, die schaffen alle, sehr viele noch mit Faxmaschine und halt nicht mit dem Rechner, viel mit Bleistift, habe ich manchmal den Eindruck. Also eigentlich mit einer Technik, die in der Industrie schon vor 10 Jahren out war. Aber und das Faxgerät ist datenschutzsicher gegenüber einer E-Mail. Also das ist nicht nur die alte Maschine, sondern da sind wir auch wieder bei der Datenschutzgrundverordnung und bei den Gesetzen. Also das ist sozusagen, geht schon beides ineinander.
Man kann zum Beispiel auch verschlüsseln, zum Beispiel in meinem Bereich irgendwo, wo wir ja auch mit dem Ministerium zu tun haben, ist die Industrie vorgegeben, ordentlich zu verschlüsseln. Blöderweise haben die Beamten die Verschlüsselungssoftware nicht, nur wir. Also solche Sachen kommen immer komischerweise vor. Also sagen wir, da wird was vorgeschrieben, der Staat kann es auf seiner Seite nicht aufsetzen oder umsetzen und die Industrie macht so, aber dann funktioniert das andere Ende nicht. Also das sind alles lösbare Sachen. Hm. Was Föderalismus anbelangt, ich sehe das noch vom anderen Aspekt her. Föderalismus ist einmal nicht nur ein optimales Zusammenwirken der Verwaltung, sondern das ist auch eine Gewaltenteilung. Und eine Gewaltenteilung ist wichtig, denke ich, zum Erhalt der Demokratie und zur Absicherung. Also ich finde, Gewaltenteilung ist wirklich sehr wichtig. Und man sollte jetzt nicht wegen Corona oder sonstigen Dingen, wenn mal wieder eine Krise kommt, immer noch mal ein Stückchen mehr Gewaltenteilung abbauen. Und ich finde, da haben wir schon wieder ganze Ladung abgebaut. Das ist ein bisschen mein persönliches Gefühl. Darum war ich schon ein bisschen dafür, dass man sagen wir immer nur, dass sagen wir eine Krise oder einen Prozess optimaler zu machen, machen wir weniger Gewaltenteilung und am Schluss haben wir eine wachsende Demokratie. Also ich glaube nicht, dass Digitalisierung oder dass wir jetzt den Föderalismus komplett abschaffen möchten, aber das Thema ist natürlich, wie definiere ich Prozesse und wie mache ich es einfach und wie mache ich es bei einem Staat auch bezahlbar und wie mache ich die Schnittstellen Programmierung einfach. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, wenn ich jetzt die Bundesrepublik mit ihrem Industrieunternehmen mit den vielen Standorten vergleiche, ist es halt auch so, dass irgendeiner mal entschieden hat, wie die Digitalisierung ausschaut, wie die Prozesse definiert werden, wo die Schnittstellen sind und damit konnten dann die Programme überall ausgetauscht werden. Und ich kann mich jetzt, ich komme jetzt wieder mit was, Bayern ist 2008, es gab ja noch nicht mal eine einheitliche Software für die Einwohnermeldeämter. Jedes Einwohnermeldeamt hatte seine eigene Software und es gab keine Schnittstellen zwischen den einzelnen Einwohnermeldeämtern. Wenn du von A nach B verzogen bist, ist die Akte per Post hinterhergeschickt worden. Und das ist halt schon ein Problem, das, an dem wir jetzt auch mit dieser Digitalisierung hängen. Und vielleicht kann man es jetzt auch mal, weil es keinen Plan von vornherein gibt und weil wir jede Gemeinde, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, vor sich hin haben wursteln lassen. Und jetzt haben wir ganz viele Insellösungen. Manche fanden es wichtig, die sind relativ weit voraus. Andere hängen fürchterlich hinterher, aber wir kriegen kein Gesamtbild hin. Und dann hängen wir natürlich bei der ganzen Digitalisierung. Das ist jetzt auch das Thema mit den Gesundheitsämtern, wie es die Anke so schön gesagt hat. Wenn einer mal gesagt hätte, ja, aber es gibt wenigstens eine Blaupause, wie so ein digitales Gesundheitsamt aussehen würde. Wir haben das hier schon mal. Hier sind Voraussetzungen, hier sind Software, was ihr alles machen könnt. Du kannst ja dann immer noch vielleicht denken, es gibt eine andere Entscheidung, aber selbst dafür fühlt sich ja keiner zuständig, sondern wir lassen alle Landratsämter, alle Gesundheitsämter vor sich selber hinwurschteln. Und das führt halt dazu, dass wir Pandemie zumindest in der Kontaktnachverfolgung nicht können. Ja, Georg Philipp, Siebenlist. Hallo, Anke. Hallo, Frau Hessel. Ich kann ja nur bei allen Punkten zustimmen, aber was ich mich in letzter Zeit oder auch bei Ihrem Vortrag mal gefragt habe, das Ganze geht ja jetzt schon ein Jahr oder jetzt fast schon über ein Jahr und dass man zu Beginn natürlich Probleme hat und die neu kommen und bestehende Probleme hat und darauf dann natürlich agieren muss zu Beginn, ist auch klar. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum von Seiten der Politik nach einem Jahr, also man kann ja darüber streiten, ob jemand gut ist oder weniger gut für seinen Posten geeignet ist, aber ich verstehe nicht, warum nach einem Jahr noch in keinster Art und Weise irgendwelche Lösungen für eine Digitalisierung der Gesundheitsämter formuliert werden oder für andere Art und Weise. Also ich folge auch beispielsweise, weil Sie es angesprochen haben, der Fränkin Dorothea Bär auf Instagram und sie ist ja sehr umtriebig, was ihre Parteiveranstaltungen oder was ihre Veranstaltungen angeht. Aber so richtig Konzepte kommen da ja nicht. Und an was liegt das denn? Also sie ist ja nicht unqualifiziert oder schlecht. Also sie ist ja eine gute Politikerin, auch wenn sie von einer anderen Partei ist. Aber was scheitert denn darauf auf Bundesebene, dass absolut nichts kommt aus der Regierung? Also was ist da der Triggerpunkt? Also ich glaube, einer der Triggerpunkte sind die unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also eigentlich sitzt ja die Digitalisierung im Verkehrsministerium und mehr bräuchte ich dazu jetzt schon gar nicht sagen, weil wenn wir, glaube ich, Schulnoten abgeben, dann läuft der Bundesverkehrsminister schon versetzungsgefährdet seit 3 Jahren. Also
Das ist das Thema. Und dann hat Doro Bär, so gut sie auch ist, aber also ich mag sie auch, um Himmels Willen, aber sie hat eine Abteilung, sie hat kein Ministerium, sie hat ein paar Mitarbeiter und hat halt diesen Titel gekriegt, damit die Bundesregierung, weil wir noch eine Staatsministerin von der CSU gebraucht haben, so hart ist das jetzt, glaube ich. Ich denke, nach, das Bande halt nach dem Motto, nach Bayern Proports noch dazu. Genau. Und das hat sie ja schon gemacht als Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Das ist jetzt ein Aufstieg für die Doro Bär, aber das Thema Digitalisierung interessiert die Bundeskanzlerin nicht. Und deswegen ist es auch im Bundeskanzleramt bei der Staatsministerin einfach falsch aufgehangen. Okay, also das liegt wirklich am Bundeskanzleramt, dass trotz, also ich muss persönlich, ich halte von Frau Merkel, also zumindest vor der Pandemie, habe ich von ihr relativ viel gehalten, weil sie ja doch bei sowas auch sehr, sehr weitsichtig ist, aber offensichtlich interessiert sie es wirklich nicht, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Also es ist immer schwierig zu sagen, was Frau Merkel interessiert und was Frau Merkel nicht interessiert. Ich tue mir da jetzt auch schwer, da was zu sagen. Ich habe nur die Woche einen sehr ernüchternden Spiegelartikel auch gelesen über den Zustand der Bundesregierung und Deutschland und der Wirtschaft. Und da war halt auch so diese Technologiebegeisterung, wo man eigentlich gedacht hat, es war die erste Naturwissenschaftlerin, die wir als Bundeskanzlerin haben. Aber sie hat keine Technologiebegeisterung. Also es kam jetzt, glaube ich, auch aus diesem Spiegelartikel, wenn du so die einzelnen Sachen nochmal zusammengefasst hast, wurde das relativ deutlich. Also mit so reden, wie sie mal auf der CeBIT auch unterwegs oder sonstiges. Dieses Feuer dieser Veränderung hat die Physikerin Merkel, glaube ich, nicht. Also und vor der Pandemie, also bin auch immer sehr froh, dass wir sie, sage ich jetzt mal, auch wenn wir mit ihr nicht zusammenarbeiten konnten und aus vielen Geschichten, aber ich war immer froh, dass wir Frau Merkel als Bundeskanzlerin hatten und nicht irgendwie einen testosterongesteuerten Gerhard Schröder, der dann weitergemacht hätte. Aber das ist so jetzt eine andere Geschichte am Rande, aber ich glaube, daran liegt es schon. Und das Zweite, was man jetzt auch mal sagen muss, Bundesregierung, seit 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel, jetzt ist das Wort Visionen, glaube ich, in der Politik immer schwierig belegt, weil ich kann mich immer noch an Helmut Schmidt erinnern, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber mal so einen Plan zu haben, wo ich so ein Land hinbringen kann. Also Schröder hatte immerhin noch eine Agenda 2010. Wir haben seit 16 Jahren Merkel eigentlich nichts. Wir agieren, aber wir planen nicht. Also wir reagieren, wir agieren nicht so andersrum. Wir reagieren, wir agieren nicht. Es werden Probleme ausgesessen, zur Seite gedrückt, aber sie werden eigentlich im seltensten Fall gelöst. Und das zeigt, glaube ich, das Thema Digitalisierung schon ganz deutlich. Ich kann nicht. Also, weil ich konnte, also ich meine, ich bin jetzt seit, also ich bin, wir hatten es ja mal letztes Jahr, glaube ich, oder 2019 in Ulm. 2019, ja. 2019, genau, seitdem bin ich immer noch in Ulm. Es ist eine Weile, und wenn ich mir jetzt an die Anfangszeit meines Studiums zurückbedenke, hat sich eigentlich in Deutschland digitalisierungsmäßig gar nichts geändert, und es ist 10 Jahre her. Und das fand ich halt jetzt doch so rückblickend doch desaströs. Und es ist klar, dass man zu Beginn in der Pandemie jetzt, ich meine, Peter Altmaier hatte da vielleicht auch ein bisschen Pech, dass er jetzt so Softwarelösungen ad hoc für die Nothilfen quasi oder in seinem Ressort programmieren lassen musste. Ich meine, das ist so, Geschichten sind auch in der freien Wirtschaft gerne mal fehleranfällig. Aber dass jetzt nach einem Jahr da gar nichts passiert, fand ich jetzt doch, das ist eigentlich uns einer Industrienation wie Deutschland nicht würdig. Und das sieht auch mein soziales Umfeld so und ziemlich unisono. Aber nur so, vielen Dank für den Einblick, weil das habe ich mich jetzt schon mal gefragt, warum da einfach nichts passiert. Ich glaube, also mit der, wenn ich jetzt nochmal, jetzt machen wir das Zwiegespräch, aber wenn ich jetzt nochmal in den Punkt zurückgehe, ich glaube, das Thema, was du der Bundesregierung wirklich am meisten vorwerfen kannst, aus meiner Sicht, ist dieser erste Lockdown, wo wir alle gesagt haben, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Da sind wir ja auch gut durchgekommen, da waren wir relativ, ja, stringent. Das hat auch jeder eigentlich mitgenommen, weil keiner wusste, was passiert. Dann kamen die Lockerungen. Und ich kann mich ja entsinnen, dass schon am Anfang, also des ersten Lockdowns oder am Ende des ersten Lockdowns, wenn die Gastronomie wieder aufgemacht haben und alles, kam ja immer diese Warnung vor der zweiten Welle.
Also die zweite Welle ist ja im Herbst nicht vom Himmel gefallen, sondern die Warnung war ja immer da. Aber die kompletten Regierungen, und ich glaube wirklich bundesweit, ob das jetzt Föderalismus hin, ob es Länderregierungen waren, ob es die Bundesregierung war, hat sich auf diese zweite Welle, die sie zwar immer vor sich her gepredigt hat, aber 0,0 vorbereitet. Ja, stimmt, ja. Hat mir auch, glaube ich, vor kurzem angemalt. Das zeigt ja auch dieses vorsichtige Rantasten. Also ich erinnere mich noch an die Diskussion Schließung der Schulen, was wir im Dezember hatten, wo es dann darum ging, kann man den Kindern Teile der Ferien schon geben oder nicht. Und es ging um 2 oder 3 Tage, kann man das den Eltern zumuten. Und dann gab es von heute auf morgen, am 16. Dezember, Mittwoch, ab da war alles zu. Und man hatte gar nicht mehr groß die Möglichkeit zu reagieren. Und wenn ich das jetzt auch für uns sehe, mit unseren 3 Söhnen zu Hause, mein Mann übernimmt im Großen und Ganzen die durch das Homeoffice, nebenbei noch das Homeschooling. Er sagte jetzt auch zu mir nach einem Jahr Homeschooling, er schafft es nicht mal, mehrere Stunden am Stück zu arbeiten, weil immer wieder eine Unterbrechung da ist. Und das ist schon eine Schwierigkeit. Heute sind wir beide unterwegs. Nee, gestern waren wir beide unterwegs. Und dann funktionierten halt die Reaktion des jüngsten Kindes auch bei der Schule nicht ganz so. Aber du musst sozusagen da auch permanent dabei sein. Und dabei sind wir schon gut dran, weil unsere Kinder relativ groß sind. Also ich bewundere alle Eltern, die jetzt nach dieser langen, langen Zeit immer noch diesen Spagat hinbekommen und noch eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels da ist. Digitalisierung hin, Digitalisierung her. Auch wenn ich mir das angeschaut habe, es gibt ja diesen wunderbaren Instagram-Post von der FDP, wo man sehen kann, wie viel von diesen 5,5 Milliarden Euro für diesen Schulpakt abgerufen worden sind. Den habe ich jetzt vor September vor Augen, aber ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, bei 17%, die abgerufen worden sind und noch nicht wesentlich weiter. Und auch da habe ich mich mal ein Stück weit mit beschäftigt, weil mir ist aufgefallen, es gibt diverse Fördervereine, die dann zusammengetragen haben, damit die Kinder technische Geräte bekommen. Und man sich ja dann fragen muss, aber wir haben doch diesen Digitalisierungspakt, aber die Hürden, die sind so wahnsinnig hoch, um dann die Gelder auch tatsächlich zu bekommen. Also man muss mehrere Konzepte vorlegen und Konzepte schreiben. Gut, das kann ich im öffentlichen Dienst, aber es ist schon auch sehr, sehr aufwendig. Also auch da hakt es absolut. Ja, es hakt halt, also ich glaube, da bei den Schulen und hakt es ja daran, dass ganz am Anfang ja auch nicht klar war, das kam ja dann nochmal in der zweiten Forderung auch mit rein, dass es ja nicht nur reicht, dass du eine Infrastruktur in der Schule hast, sondern du brauchst auch jemanden, der diese Infrastruktur betreut. Also im Endeffekt, das hat mir neulich einer so einen schönen Begriff gemacht, du brauchst jetzt einen digitalen Hausmeister. Genau. Einer, der Netzwerkbetreuung kann, der sich mit allen anderen auch auskennt, der das macht, weil jede Firma hat so jemanden. Und wenn du den intern nicht darstellen kannst, dann musst du halt sagen können, es gibt die Stadt Nürnberg hier, stellt den für alle Nürnberger Schulen ein oder wie auch immer, weil du brauchst so eine Person. Das sind so ganze Kleinigkeiten. Dann kann es ja nicht sein, dass keine digitalen Lernplattformen auseinander ausgetauscht werden können. Also da gibt es, wenn wir jetzt mit dem Bereich anfangen, jetzt bin ich noch nicht mal Bildungspolitiker, geht es ja in ganz, ganz viele Punkte. Ich kann mich jetzt hier in Sinne, Nürnberg war Anfang des Jahres der große Aufschrei, die Abiturienten möchten nicht mehr in die Schule gehen. Also da ist ja für die Abiturienten, für den Abiturjahrgang, wurde ja wieder die Schule aufgemacht. Sie möchte nicht, weil Ansteckungsgefahr und Sonstiges. Nein, die haben sich daran gewöhnt, dass sie bei Teams, mit Teams, was ja eigentlich nicht geht, aber immerhin mit Teams, einen digitalen Unterricht hatten, wo sie alle Unterricht hatten und dann sind sie wieder ins Wechselmodell geschickt worden. Das heißt, die eine Hälfte ist zu Hause über Arbeitsblättern gesessen und die andere saß in der Schule, weil man den Unterricht aus dem Klassenzimmer nicht übertragen kann, weil es die technischen Möglichkeiten im Klassenzimmer nicht gibt. Also wenn das Digitalisierung in Deutschland im Bildungsbereich ist, kann das nicht funktionieren. Und wir haben auch noch keine Konzepte für die Lehrer, also wie sie dieses digitale Lernen mit den Kindern zusammen hinbekommen. Ne? Weil die zu Hause sind, das sind ja tatsächlich die, und wir haben es auch live, die mit Arbeitsblättern zu tun haben. Und
Ich glaube, gerade für die kleineren Klassen und für die jüngeren Kinder haben wir bis jetzt immer noch keine klaren Lösungen. Und ja, also auch das Zuhausearbeiten geht im Endeffekt nicht von allein. Also es braucht dann auch immer noch die Begleitung durch die Eltern. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Also ach, Hut da bin ich auch gleich vor allen, emotional. Dann verstehe ich auch, weil Hut ab vor allen, die das haben. Und wenn du drei Kinder im schulpflichtigen Alter, die du zu Hause beschult musst, hast du dir die Flasche Prosecco, von dem wir am Anfang hatten, dreifach verdient, du. Aber die muss ich ja dann an meinen Mann weitergeben. Aber Christina, du hast es gehört. Ich will nochmal bei einer Sache einhaken, und zwar da, aber gut, das ist jetzt ein sehr bildungspolitisches Thema, vielleicht, da sind wir jetzt alle nicht so investiert drauf, aber ich habe es bei der Universität gesehen, die haben doch relativ schnell, oder auch die Hochschulen, Universitäten, haben doch relativ schnell das digitale Lernen skalieren können. Also es gab es ja doch relativ schnell, dass dann quasi auf den Zoom eingerichtet worden ist, gut, erst bei manchen Universitäten mehr, bei anderen wegen Datenschutzbedenken weniger. Da gab es auch einen schönen Föderalismus im Föderalismus. Aber zumindest konnte, du eben, wie Sie auch sagen, durch so die Inhouse oder durch die digitalen Hausmeister, das doch relativ schnell skaliert werden. Aber jetzt haben wir doch eigentlich mit den Bildungen oder mit den Kultusministerien in den Ländern doch eigentlich so auch organisierte Strukturen, die hätten das doch eigentlich auch relativ schnell ausbauen können, Serverkapazitäten dazu kaufen. Warum funktioniert das dann da nicht? Also die haben doch dann das Geld und die Mittel eigentlich gehabt und dann hat es daran gescheitert, nicht mal Serverkapazitäten aufzukaufen. Indessen, dass jede Universität, die ja auch öffentliche Einrichtungen sind, geschafft hat. Also da ist doch dann irgendwie, liegt ja dann nicht nur in der Verwaltung an sich. Ich glaube, das liegt aber schon ein Stück weit doch an der Verwaltung, weil die Universitäten eine größere Einheit sind, sage ich mal, die eine bessere Selbstverwaltung haben als die Schulen. Bei den Schulen gibt es ja, also die Universität unterstehen ja auch direkt dem Wissenschaftsministerium. Mhm. Während die Schulen ja mit den Schulämtern und was da alles noch dazwischen geschaltet ist, okay, ist es da schon relativ schwierig. Jetzt bin ich wirklich kein großer Bildungspolitiker, aber das ist das zweite Problem. Und dann kann ich jetzt aus meiner Erfahrung mit dem Bildungsministerium erzählen, und die ist auch aus den Jahren 2008 bis 2013, aber ich habe mich erkundigen lassen, sie ist nicht besser geworden. Es gibt kein Ministerium in Bayern, das so beharrlich gegen Veränderungen ist wie das Kultusministerium. Es gibt übrigens auch kein Ministerium, das mehr Mitarbeiter hat, weil die ganzen verbeamteten Lehrer ja alle unter dem Kultusministerium laufen. Und es gibt keins, das so beharrlich irgendwie gegen Veränderungen ist. Also ich kann mich entsinnen, wir haben nämlich schon mit digitalen Lernplattformen, wollte ich damals über den Staatssekretärsausschuss ländlicher Raum, und wie, das ist jetzt auch viel zu lang, warum wird ein Wirtschaftsstaatssekretär, wir wollten damals schon gucken, was macht man denn mit kranken Kindern im ländlichen Raum, wie kriegt man das denn hin, dass man die besser beschulen kann, was passiert denn mit Lernplattformen? Kultusministerium hat beschlossen, dass der Frontalunterricht für alle Zeiten das Beste ist, was es geben kann, und wir werden daran so schnell nichts ändern. Und das ist eins der Probleme, die wir immer noch haben, warum so wenig digitalisierte Unterrichtsformen jetzt auch schon im Vorfeld gegeben hat. Wir sind besser geworden, weil es einige Schulen gibt, die so einen Pilotcharakter haben, die andere Schulmodelle hatten, die aber, das ist jetzt in Corona natürlich auch ein Stück weit zurückgefahren worden. Und ich habe noch mal eine Grundschule bei mir in Mittelfranken besucht. Die macht viel auch mit Inklusion und offenen Klassen und allem. Der hat gesagt, ich wäre ja schon froh, ich würde das Kultusministerium wenigstens in Ruhe lassen. Aber ich kriege am letzten Tag, am letzten Schultag vor den Sommerferien um 12 Uhr eine E-Mail aus dem Kultusministerium, die ich bitte an alle Eltern verteilen soll, wenn die Kinder nach Hause gehen. 11.15 Uhr Schulschluss. Und wir haben da, im Gegensatz zu den Universitäten, haben wir, auch wenn der Johannes Hecht jetzt wieder mich ein bisschen kritisch anschauen wird, die föderalistische Zuständigkeit. Also wenn man sich genau anguckt, wofür diese 5,5 Milliarden des Digitalpaktes verwendet werden können, für den Internetzugang, für digitale stationäre Geräte
oder für mobile Endgeräte, Plattformen und Cloud-Lösungen, wofür die Gelder nicht verwendet werden dürfen, weil das ist sozusagen die föderalistische Zuständigkeit, ist die IT-Administration, Informatiklehrkräfte oder der digitale Hausmeister und Weiterbildungen. Das heißt, es kann eigentlich fast nur in die Hardware investiert werden, teilweise auch Softwarelösungen, aber die Leute, die im Endeffekt dafür notwendig sind, um das Ganze mit Leben zu füllen, das ist die Länderzuständigkeit. Und ich glaube, das ist schon im Bildungsbereich eines oder auch eines der Hürden, die, auf die die Digitalisierung da stößt. Dann hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise ein bisschen was zu erzählen. Und zwar Punkte Digitalisierung. Digitalisierung einerseits in der Verwaltung, da muss ich sagen, das funktioniert bei uns im Kreis relativ gut. Ich bin ja hier Kreisrätin. Wogegen sie sich allerdings massiv wehren, sind Live-Schaltungen der Ratssitzungen ins Internet, damit die Leute digital teilnehmen können. Zumindest ist im Haushalt jetzt ein kleines Sümmchen vorgesehen für bessere Kameraausstattungen, weil die externen Berater kommen bei uns nicht mehr ins Haus, sondern die werden nur noch digital zugeschalten. Punkto Digitalisierung heißt aber auch, dass Impfzentren nicht eröffnet werden können, weil keine Hardware-Ausstattung zur Verfügung steht, weil zurzeit alle digitale Endgeräte ordern. Das ist auch noch ein Punkt. Und auch eine Geschichte aus dem Ganzen ist, dass nicht nur im Bundestag beziehungsweise in den einzelnen, also im Bundestag in der Verwaltung, sondern auch in der Bundeswehr ebenfalls kein Homeoffice gemacht werden kann, beziehungsweise nicht mal digitale Sitzungen durchgeführt werden können, wenn Besprechungen mit externen Firmen durchgeführt werden bei der Bundeswehr, wegen irgendwelchen Prozessen, dann kann die Bundeswehr keine Veranstaltungen erstellen und dort externe Berater einladen, sondern die Firmen tun die Veranstaltungen erstellen und die Bundeswehr einladen. Datensicherheitstechnisch ein Super-GAU, würde ich mal sagen. Also es sind viele Stellen, wo die Digitalisierung im Kleinen, im Großen und im sehr Großen ziemlich im Eimer ist. Und ich habe jetzt eigentlich keine konkrete Frage, weil wir es eben auch tagtäglich hier erleben, dass es einfach einerseits funktioniert mit einem sehr rührigen Landrat bei uns, aber halt auch an vielen Stellen nicht funktioniert. Ja, ich bin Katja, du zuerst. Ich glaube, das ist ja ganz oft so, und das hast du jetzt nochmal sehr schön gesagt, Christina, da wo es Menschen gibt, die sich kümmern, der rührige Landrat, die eine Idee haben, die sich überlegen, wie es funktionieren kann, dann geht's auch. Und da, wo halt jemand ist, dem dieses Feuer, sage ich jetzt mal, ein Stück weit fehlt, da passiert es nicht. Also in Nürnberg finde ich es jetzt relativ heftig. In Nürnberg tagt momentan der Ferienausschuss, was ich jetzt schon gar nicht verstehe, weil wir haben hier ein Messezentrum, das nichts zu tun hat, das darauf ausgerichtet ist, riesige Kongresse zu machen. Und das könnte ja wenigstens die 70 Stadträte irgendwo unterbringen. Aber nein, bei uns tagt gerade der Ferienausschuss. Und Live-Übertragung aus dem Stadtrat, den Antrag stellt die FDP. Ich glaube, Legislatur Minimum einmal, der wird bei uns auch immer abgelehnt. Also. Sie begründen es mit einem Datenschutz. Ja, aber. Die Begründung der, beziehungsweise die Begründung lautet so: der Datenschutzbeauftragte von Bayern hat keine Meinung zum Thema Live-Übertragungen von Ratssitzungen. Deswegen ist es per se schlecht, weil ja auch Personen der Öffentlichkeit, also jedes gewählte Kreistagsmitglied oder Stadtrat im Dienste seiner öffentlichen Tätigkeit einer Ratssitzung das Recht haben muss zu sagen, mein Redebeitrag wird nicht ins Internet gestreamt. Und genauso die Mitarbeiter in Ausübung ihrer Tätigkeit in der Öffentlichkeit haben das Recht,
sich nicht zu präsentieren und man will auch externen Beratern nicht die Plattform geben, um ihr Produkt zu präsentieren. Halte ich jetzt dafür nicht korrekt nach rechtlicher Auslegung, aber das ist ein anderer Punkt. Aber du bist mit mir der Meinung, oder? Eine Stadtratssitzung, die öffentlich ist, oder ein Landkreis, die öffentlich ist, musst du auch damit leben, dass jeder deinen Mist hört. Also so gesehen finde ich das auch immer etwas schwierig, ja. Und vor allem, man kann ja auch sich auf einen bestimmten Zeitraum festlegen, ab wann das Neue gilt. Und dann können sich alle Betreffenden damit auch abfinden und man kann dann auch unterteilen zwischen, jetzt haben wir den öffentlichen Teil, dann haben wir den nicht öffentlichen Teil. Also wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und jemand, der als Kreisrat gewählt ist oder als Stadtrat oder als Gemeinderat, ist schon in einem gewissen Umfang Person des öffentlichen Rechts. Oder nicht das öffentliche Recht, aber eine Person der Öffentlichkeit, so rum. Persönlichkeit des öffentlichen Interesses. Genau, und ich denke, man könnte sich darauf einlassen, wenn man man muss halt die Vorschriften dahingehend ändern und eine Möglichkeit besteht. Und es gibt ja mittlerweile einige Gemeinden, die sich für diesen Weg entschieden haben. Und ich glaube, das hilft auch, um Politikverdrossenheit abzubauen. Die Teilhabe an der Politik besser zu ermöglichen, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, sich 9 Uhr morgens in irgendeine Sitzung reinzuhocken und das, dem Ganzen teilzuhaben, sondern wie es im Bundestag auch ist, dann mal abends einen kleinen Rückblick auf den Tag beispielsweise zu machen oder auch als Werbemaßnahme für die einzelnen Politiker. Ja, und auch in Sachen Transparenz. Also gerade wenn es jetzt um Entscheidungen geht, wie wir jetzt hier zwischen Neu-Ulm und Ulm haben, die Adenauerbrücke, die ja gegebenenfalls 8-spurig sein soll oder doch nur 6-spurig. Wenn man da wissen möchte, wer hat denn bei den Verhandlungen oder bei den Beratungen welche Positionen genau bezogen, fände ich das schon eine gute Sache, wenn diese aufgezeichnet werden könnten und man sich es im Nachhinein anschauen könnte, um dann zu schauen, wie haben sich denn die Freien Demokraten positioniert zu der Sache und warum sie sind denn dafür und dagegen, dann hat man auch mehr die Möglichkeit, seine Botschaft zu präsentieren, weil wir haben ja doch sehr, sehr oft das Problem, es geht ja als Kreisrätin sicherlich auch so, bist zwar letztens zitiert worden mit falschem Namen, aber man ist immer als politische Person darauf angewiesen, was denn tatsächlich dann in der Presse geschrieben wird. Und wenn du Glück hast, hast du einen pointierten Beitrag geleistet und erscheinst in der Zeitung. Aber wenn du Sachpolitik machst, dann kommt man ganz oft oder tritt man sehr oft nicht in Erscheinung und es ist schwierig, dann das begründen zu können. Also ich glaube, das ist genau das Thema, dass du ja auch sagen kannst, wenn du, also keine Politik betrifft ja den Bürger so unmittelbar wie eigentlich die Lokalpolitik, also was der Stadtrat macht, was der Kreistag macht, das sind ja Entscheidungen, die du wirklich vor Ort ganz genau sehen kannst. Und dass du die eigentlich auch transparenter machst, dass du diese Sitzungen transparenter machst, wäre, glaube ich, wirklich wichtig. Also wie gesagt, wir stellen diesen Antrag auch in jeder Legislatur mit wenig Erfolg, aber vielleicht wird sich ja irgendwann mal was ändern. Wir werden mal die Landtagsfraktion ein bisschen antriggern müssen. Und im Bundestag ist es ja ganz normal, dass die Redebeiträge übertragen werden, dass man sich das anschauen kann und ich finde das halt auch wichtig, um die ein oder andere Meinung nachvollziehen zu können. Ne? Wie ist die begründet worden? Weil man nimmt sich jetzt nicht unbedingt die Zeit, diese ellenlangen Protokolle zu lesen. Das habe ich während des Studiums gemacht. Das war spannend genug, weil man dann ja genau die Seiten zitieren muss. Aber wenn es jetzt einfach mal darum geht, wie ist denn da von der und der Fraktion die Meinung zu einem bestimmten Thema gewesen, ist das eigentlich sehr angenehm, dass man es im Bundestag wenigstens abrufen kann. Ja, das funktioniert, das muss ich mir wirklich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Da sind sie relativ schnell auch, also das merke ich ab und an, dass du es wirklich am gleichen Tag eigentlich, wenn die Debatte vorbei ist, nochmal gucken kannst. Das ist in der Mediathek relativ gut aufbereitet. Also das funktioniert, man muss ja auch mal loben, wenn man oft genug schimpft, das funktioniert jetzt wirklich gut.
Und im Landtag, wird im Landtag aufgezeichnet oder nicht? Auch. Im Landtag auch, da findest du es nicht so schön. Okay. Also es ist wirklich, die Landtagsdebatten kriegst du auch alle, das ist gar nicht die Frage. Aber die sind bei uns, siehst du zum Beispiel, kannst du unter jedem Redner, wenn du in die Mediathek gehst, unter jedem Redner, du siehst die Tagesordnung, kannst die einzelnen Tagesordnungspunkte anders aufrufen. Im Landtag, also zumindest als ich da noch war und was gesucht habe, hast du länger gesucht. Vielleicht ist das jetzt besser geworden, aber es gibt es zumindest. Die werden auch alle aufgezeichnet und die findest du auch in der Mediathek. Mhm. Philipp? Ich habe noch mal eine Frage, was aber wieder ein bisschen auf Bundespolitik geht und ein bisschen auf das zweite Thema, ja, die Wirtschaftshilfen, die wir ja heute hatten, beziehungsweise Wirtschaftshilfen und Digitalisierung. Und zwar jetzt wollte ich mal so ein bisschen prospektiv an Sie fragen, vielleicht können Sie da ja ein bisschen was, weil Sie ja doch regierungsnahe, also in Berlin sind, in der Fraktion sind und dementsprechend am bundespolitischen Geschäft ein bisschen näher dran sind. Was kommt denn jetzt noch so beim Thema Wirtschaftshilfen dieses Jahr auf uns zu, auch abgesehen vom Wahlkampf und viel? Ist da irgendwas in Planung, was auch steuerpolitisch vielleicht möglicherweise kommt? Sie hatten vorhin ja bisher die bisherigen Reformen und was nicht so gut lief und was besonders schlecht lief. Aber was kommt denn, also dieses Jahr, was können wir denn eigentlich noch erwarten, außerhalb des typischen Wahlkampfes? Also wenn ich was Konstruktives eigentlich erwarten. Also ich frage jetzt mal vorsichtig, ob ich es richtig verstanden habe, was die Bundesregierung, die amtierende, die also uns noch bis zur Wahl. Also es muss ja irgendwas noch passieren. Und da frage ich jetzt quasi in der Richtung, ja, wie Sie oder sehen den Steuerwissenschaftler oder Steuerwissenschaftler, was kommt denn bei den Wirtschaftshilfen? Ist da noch irgendwas in Planung, wie wir versuchen sollten, oder wie die Bundesregierung versucht dieses Jahr die Stagnation ein bisschen abzufedern, oder wird das komplett im Wahlkampf untergehen? Also bei den Wirtschaftshilfen sind wir jetzt ja momentan bei der Überbrückungshilfe 3 angelangt, die jetzt bis Juni gehen soll. Ich gehe mal stark davon aus, wenn wir mit der Pandemie und so weiter weitermachen, werden wir auch noch eine Überbrückungshilfe 4 kriegen. Möglicherweise, ja. Also die dann sich wahrscheinlich nochmal irgendwie anders zusammensetzt. Aber das ist jetzt was wirklich Exekutive ist. Ich kann jetzt mal sagen, was im Finanzausschuss alles noch auf der Tagesordnung steht, was der Bundesfinanzminister jetzt noch auf den Weg gebracht hat. Das sind viele Sachen, die jetzt erstmal so nach Feinschmecker-Themen ein Stück weit auch klingen. Also wir haben ein Schwarmfinanzierungsgesetz, wir kriegen nochmal ein Transparenzgesetz wegen der Geldwäsche, wir kriegen ein Steueroasenvermeidungsgesetz. Ich sitze jetzt im falschen Arbeitszimmer. Im oberen Arbeitszimmer habe ich die mir alle an die Wand geschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Wir haben das Finanzintegritätsstärkungsgesetz, das wir jetzt auf den Weg kriegen. Wir kriegen was zum elektronischen Wertpapier. Wir machen viele Umsetzungen von Richtlinien, Wertpapieraufsicht. Also wir machen was mit der Steuerbeamtenausbildung, weil wir die bei Corona jetzt mal für 2 Jahre ändern. Also da haben wir jetzt einen ganzen Punkt. Das ist aber jetzt nicht der große Wurf, sage ich mal ganz vorsichtig, sondern das sind halt kleinere Maßnahmen zum Umsetzen von Standortgesetz oder so, wo es dann nochmal an die Mitarbeiterbeteiligung rangeht, wo man was für Startups machen will, was aber auch wieder gut gedacht, aber schlecht gemacht ist. Und so da haben wir jetzt schon einiges. Aber was jetzt Wirtschaftshilfen, so dass man jetzt sagen kann, ich meine, wir steuern wahrscheinlich auf eine der schwersten Rezessionen seit 40 Jahren zu. Oder wahrscheinlich auch deutlich schlimmer als die, also ja, seit 40 Jahren eigentlich. So richtig was im Petto hat weder Altmaier noch Scholz, entnehme ich jetzt so Ihre Aussage, dass da irgendwie noch so der große Plan da ist, da noch was zu bringen. Also ich konnte mich ja mal an den Herrn Scholz erinnern, wie er mal gesagt hat, eine Steuersenkung macht man in der Rezession, das wäre jetzt ja genau der Punkt. Richtig, ja. Aber die wird es sicherlich nicht geben. Also wenn es noch irgendwas geben kann, dann wahrscheinlich, dass wir den Verlustrücktrag nochmal hinkriegen, ein Stück weit, also auch in ein anderes Jahr hinein, aber dass er irgendetwas macht oder vielleicht noch, keine Ahnung, so eine, ja, glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal eine Umsatzsteuersenkung hinkriegen, die jetzt auch nichts. Ja, die jetzt aber nur, ich sage jetzt immer, bei den Gastronomen haben wir es jetzt ja deswegen gekriegt, und das ist auch immer so ein bisschen der Punkt, wo du auch sagen kannst, für die ist es jetzt auch wichtig, sollten sie jemals wieder aufmachen dürfen.
dass sie dann natürlich auch durch die gesparte Mehrwertsteuer, also durch die 12% gesparte Mehrwertsteuer, wieder ein Stück mehr ihr Eigenkapital, das sie angefressen haben, aufgebraucht haben. Da sage ich jetzt mal einen Punkt, dass die Umsatzsteuer, dass eine Umsatzsteuersenkung einen Konjunktureffekt hat. Also hat ja wohl die letzte gezeigt, dass dem eher nicht so ist und außer Spesen nichts gewesen. Aber also ich glaube ganz ehrlich, da kommt nichts. Der Altmaier ist mit der Wirtschaftspolitik fürchterlich überfordert und der Scholz ist im Wahlkampf und hat sich die Zielgruppe außerhalb der Unternehmen ausgesucht. Okay, also deckt sich das so ein bisschen mit meinem Eindruck gut. Schade eigentlich, also weil das ist auch verschenkte Zeit bis zur nächsten Legislaturperiode. Ja, vor allem, es drängelt ja. Also, ja, das ist okay. Mhm. Und da würde ich nämlich auch nochmal ansetzen, habe ich mir gerade aufgeschrieben, Katja, was nehmen wir mit in den Wahlkampf? Also gerade in diese Richtung, wir werden ja diese Themen auch alle mit ansprechen müssen, aber was tragen wir sozusagen ins Volk raus, um zu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, wir wollen ja Regierungsverantwortung übernehmen, wir gehen ja selbstbewusst ran, hatte Süden ja jetzt schon vorgemacht, aber für mich ist auch nochmal wichtig, in dem Punkt, bei Digitalisierung bin ich relativ sattelfest, würde ich sagen, da ich in der Materie gut drin bin, im Bereich Wirtschaftshilfen ist jetzt nicht so ganz meine Stärke, nichtsdestotrotz werden die Fragen kommen. Also was hättest du jetzt noch so für einfach mal Schlagworte, womit gehen wir in den Wahlkampf, also was kommt da noch mit? Also wir schreiben ja gerade noch so unser Bundestagswahlprogramm, mal die, hast du jetzt auch schon gesagt, die drei Kernthemen, mit denen wir wieder in den Wahlkampf gehen werden, ist Wirtschaft und Finanzen, ist die Digitalisierung und ist die Bildung. In der Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik ist es natürlich ganz klar, dass wir sagen, wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Ganz klar, die letzte war 2008, wir brauchen jetzt die Unternehmer zu entlasten. Wir brauchen Bürokratieabbau. Und ich glaube, sehr schön ist, das wird sich auch im Wahlprogramm, denke ich, in großen Zügen wiederfinden. Wir hatten nach der Sommerpause, glaube ich, so ein Programm, so ein Dings gehabt, 55 Punkte, um Deutschland zu entfesseln. Also dieses Entfesseln, Neustarten, Durchstarten wird schon der Weg sein, der kommunikativ in dem Wirtschaftsbereich das Wahlprogramm mit ausmachen wird. Also einfach dieses Entfesseln, Neuaufbruch. Wir müssen auch neue wirtschaftliche Wege gehen, 16 Jahre Stillstand, die Modernisierung in vielen, vielen Punkten, die da kommen wird. Also das werden so die Punkte sein, wo ich jetzt glaube, dass es in die Richtung in den Wahlkampf geht. Jetzt hätte ich doch noch eine Frage. Und zwar bezogen auf die Aussetzung der Hilfen für die Unternehmen. Das war ja alles ziemlich überfahren für uns, wenn man es aus der Presse gelesen hat. Kannst du dazu Hintergründe nennen, warum das entschieden worden ist, dass das jetzt ausgesetzt wird und wie die Regierung verhindern will, dass das Ganze nicht weiter passiert? Weil ich glaube, der größte Grund ist ja einerseits, dass falsche Host-Webseiten gebaut worden sind, dass Leute spontan noch irgendein Unternehmen angemeldet haben, dass dann entsprechend auch einfach die Daten von irgendwelchen Websites geklaut worden sind und dann eingesetzt worden sind, ohne verifiziert zu werden. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass in Deutschland nicht eine Unternehmernummer einmalig ist, sondern in jeder Gebietskörperschaft dieselben Nummern mehrfach, also vergeben werden und damit mehrfach vorhanden sind. Jein. Also das ist ein klassisches Jein. Also diese, warum sie es dann plötzlich ausgesetzt haben, letzte Woche war, dass sie wirklich Betrugsfälle gekommen sind, in dem es einen Steuerberater gab oder dem sich Leute als sachkundige Dritte registriert haben, die es nicht gab. Also die Wirtschaftshilfen kannst du ja als Solo-Selbstständiger selber über die Elster-Kennung beantragen oder eben über den Steuerberater, sage ich jetzt mal, Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer. Und es gibt wohl welche, die es geschafft haben, sich als
beratender Dritter anzumelden, obwohl sie überhaupt kein beratender Dritter waren. Wie das funktionieren konnte, ist mir jetzt relativ schleierhaft, weil eigentlich wird das über die Steuerberaterkammer mit abgeglichen und mit PIN-Brief hingeschickt und weiß der Kuckuck was. Also das hätte eigentlich schon gar nicht passieren können. So war es dann aber. Die haben Daten genommen von real existierenden Unternehmen, die du ja auch überall alle herkriegst, und haben dann das Geld, die Abschlagszahlung, auf ihr Konto überweisen lassen. Mit der Endzahlung wäre es zumindest in Bayern nicht gegangen, weil in Bayern wird die Kontonummer, auf der die Endabrechnung der Corona-Hilfen gezahlt wird, mit der gespeicherten Bankverbindung beim Finanzamt abgeglichen. Und wenn die nicht stimmt, dann hast du ganz viel zu erklären, warum, weshalb, weswegen. Die Steuernummer ist eigentlich auch einmalig. In dem Sinne, weil sich eine Steuernummer in Deutschland, die ändert sich zwar gerne wieder, weil du gefühlt alle 5 Jahre mal wieder eine neue Steuernummer kriegst, weil das Finanzamt irgendwas in der Regel, also irgendwas umstellt, aber prinzipiell setzt die sich immer am Anfang zusammen aus der Finanzamtsnummer. Jedes Finanzamt hat eine eigene Finanzamtsnummer und das ist der Anfang der Steuernummer. Deswegen gibt es die eigentlich auch nicht doppelt, weil sie sich ja hinten dann auch nicht wieder also gleichen können. Das mit den falschen Webseiten war natürlich, die haben dann weniger Geld gekriegt, die haben woanders was abgegriffen, aber das ist natürlich alles schwierig. Und das ist einfach der Punkt, weil du keine festen Unternehmensbeziehungen genommen hast. Und da bin ich wieder bei uns, nehmt die Finanzämter, die haben ihre Kunden, sage ich jetzt mal, gespeichert. Und zwar jeden Kunden, weil du in Deutschland seit Jahren kein Gewerbe, keine Freiberuflichkeit haben kannst, ohne beim Finanzamt angemeldet zu sein. Ansonsten bist du in der Schwarzarbeit und die werden ja hoffentlich keine Corona-Hilfen gekriegt haben. Und abgleichen könnte man es noch über die Betriebsnummer, die die Arbeitsagenturen vergeben. Also auch das ist sozusagen, wäre noch ein Sicherheitsmechanismus. Das verstehe ich auch nicht, warum sie sich da so schwer tun. Weil wir uns, glaube ich, immer in allem irgendwie schwer tun. Also das Thema ist doch, dass die Systeme gar nicht miteinander verknüpft sind. Dass es keine Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen gibt, sondern dass es autark ist, damit das Ganze sicher ist. Für die Rente, die Grundrente, hat das ja jetzt definiert, der Hubertus Heil, dass genau diese Schnittstelle geschaffen werden soll zwischen Finanzamt und Rentenversicherung. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, dass das ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber ich glaube, meines Erachtens, die gibt es auch noch nicht. Weil ich kann mich an der letzten Anhörung dazu entsinnen, da waren die von der Rentenversicherung auch not amused, dass sie irgend so etwas tun sollten. Nein, weil sie das vom System her auch nicht kennen. Und ach, Mindestrente, da könnten wir jetzt noch mal 2 Stunden drüber reden. Und ich würde sehr emotional werden. Ja. Liebe Katja, ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es ist jetzt doch eine überschaubare Gruppe gewesen hier in Bayern. Und wenn keine weiteren Fragen sind, ich warte jetzt einfach noch mal einen Moment. Ich möchte ja hier niemanden abwürgen. Okay, dann möchte ich mich bedanken. Ich war wahnsinnig aufgeregt heute, weil die Technik zwischendurch nicht funktioniert hat. Ich habe auch vergessen, auf Aufzeichnung zu gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, im Laufe der Zeit trotzdem das mal noch aufgenommen und müssen es uns dann im Nachhinein anschauen, ob wir das noch auf die Schwaben, also Bayern-Schwaben-Seite streamen können oder ob es vielleicht nicht möglich ist, weil der Anfang fehlt. Das müssen wir uns dann noch mal angucken. Ich danke dir für deine Zeit und ich glaube, wir haben auf einem hohen Niveau miteinander uns austauschen können und ich habe mir auch sehr, sehr viel noch aufgeschrieben, auch noch einige Gedanken mit dazu genommen, gerade in dem Bereich Digitalisierung, aber auch für die Wirtschaftshilfen. Also ich sage auch danke, mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Auch danke für die vielen Fragen, dass ich eben doch keinen langen Monolog halten musste. Und das Angebot steht also immer noch, steht für jeden, aber steht natürlich vor allem auch für dich, wenn du im Wahlkampf noch Hilfe brauchst, irgendwas wissen musst oder sonstiges. Du darfst dich sehr, sehr gerne bei mir melden und bei allen anderen 79 Kollegen mit Sicherheit auch, weil jeder sein eigenes Fachgebiet hat. Ich habe es gesagt, wir freuen uns nicht über jede E-Mail, aber wir beantworten sie zumindest gerne. Nein, es ist nicht. Also auf jeden Fall gerne, wenn wir noch irgendwas tun können. Wir unterstützen gerne. Das klingt also ganz natürlich auch für die
Ich muss immer sagen, wir sind 12, dann habe ich noch 11 Kollegen. Für die 11 Kollegen aus der Landesgruppe, die ja auch viel unterwegs sind und auch gerne nochmal kommen und auch jederzeit mit irgendwelchen Fragen zur Bundespolitik Rede und Antwort stehen. Und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Auch wenn das Thema heute irgendwie jetzt nicht so ganz erfreulich war. Mhm. Aber das lag jetzt, ich habe es mir nicht ausgesucht, sage ich ganz vorsichtig. Also für den Pessimismus warst du jetzt zuständig, nein. Ja, und es war unsere erste Veranstaltung, die wir jetzt in dieser Form gemacht haben. Und ja, ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank. Gerne. Dann allen noch eine schöne Woche. Und ich verabschiede mich jetzt auch wirklich seit einem halben Jahr aus jeder Veranstaltung mit dem freundlichen Wunsch, A, bleibt mir bitte alle gesund und B, freue ich mich richtig, wenn ich euch mal wieder live sehe. Ja. Und dann möchten wir gleich noch den Veranstaltungshinweis zur nächsten Veranstaltung geben. Das ist mit Thomas Sattelberger am 22. März. Ja. Also nächste Woche. Und die Zugangsdaten gehen euch wieder zu. Genau, und sind auch ansonsten abrufbar. Dann tschüss, danke, Katja. Katja. Mach's gut. Eigentlich tschüss nach Schwaben. Tschüss. Tschüss nach Nürnberg. So, jetzt habe ich mal meinen Mann noch rausgeschmissen. Also, was war ich aufgeregt? Aufzeichnung.